Peace und herzlich willkommen zu einem neuen Stadionblog mal wieder auf meinem Kanal. Heute befinde ich mich in Darmstadt, denn die empfangen Ulm in der zweiten Bundesliga. Kurz und knackig, ich schaue hier gerade Videos wie am Fließband für euch raus. Ganz viele Stadionblogs schon vor ein paar Tagen hochgeladen, könnt ihr gerne abchecken. Ansonsten, ja, meine Prediction fürs Spiel. Ich gehe mit einem 3-1 für Darmstadt. Die holen hier heute 3 Punkte heim. Halten sich mal verdient, der 13. gegen den 15. Dementsprechend, Freunde, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like, da würde mich mega freuen. Und um die folgenden Videos nicht mehr zu verpassen, gerne abonnieren und Glocke aktivieren. Sprechen, ja, brauchst nicht mehr viel zu schnacken. Rein ins Stadion, let's go, viel Spaß. So, Freunde, ihr seht es bereits hinter mir, wir sind schon im Stadion angelangt und ich wollte mich jetzt noch mal kurz schon vorher entschuldigen. Ich bin voll verklatscht, ich kam jetzt noch aus Düsseldorf nach Hause. Ich glaube um 4 Uhr morgens oder so. Ich habe ganz, ganz wenig geschlafen. Ich bin total verklatscht, total übermüdet und kaputt einfach nur. Ich werde, glaube ich, krank, meine Nase ist zu. Aber ich gebe natürlich mein Bestes für euch, um hier das Beste rauszuholen. Und ich wollte noch eine Sache loswerden. Der Sieg gegen Köln, der war geisteskrank. Wurde ja auch gerade eben im Stadion angesprochen, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir zu unseren Plätzen. Let's go. 98er! Auf geht's, Darmstadt, komm. Spiel geht los. Es ist ein bisschen schwierig, mich selber zu filmen. Muss ich heute endlich gestehen, aber schauen wir mal, was ich noch sagen kann. Gar nichts. Sehr schön, sehr schön. Gibt's so nötig. Lächerlich. Weiter. Nein, Meter, weiter, weiter, weiter. Probiert sich hier durch. Du sexy Mann. Gut den Ball behauptet. 1-0 für Darmstadt. Ich konnte es leider nicht aufnehmen, weil ich meine scheiß Nase putzen musste. Egal, sehr schön. 1-0 für Runde. Okay. 1-1. Weil ich wieder meine Nase putzen musste. Lächerlich, ey. Das gibt's nicht. Hey, Jungs. Ulm sehr, sehr fehleranfällig hinten. Ja, muss aber mal in die Tiefe laufen. Schön gemacht. Tschüss. Gelbe Karte für Hornby, obwohl Ulm jetzt zweimal einen Foul begangen hat. Die Schiri irgendwie heute ein bisschen lost. Schöne Verlagerung jetzt hier mal auf die linke Seite. Und Abschluss. Boah, sehr gut gesehen, aber er regnet sich zurecht auf. Darmstadt bislang in der 32. Minute auf jeden Fall gute Chancen gehabt, aber Passspiel und so weiter funktionieren heute nicht. Und jetzt mal den Fehlpass hier von Ulm nutzen. Oh. Gut pariert. Ecke für Darmstadt, der an der Stelle, die erste. Nochmal reinbringen. Kommt gut. Bisschen weit, um es, glaube ich, direkt zu versuchen, aber der Versuch ist es wert. Kriegen den Ball irgendwie geklärt. So, Freunde, erste Halbzeit ist hier zu Ende. Ich entschuldige mich direkt schon mal, ich konnte die Tore nicht aufnehmen. Ey, richtig, Anlag, heute ist wirklich mein Tag. Ja, seit Tagen angeschlagen. Komplett davon, wenn man viel rumkommt. Aber das Problem ist, ja, ich habe zweimal meine Nase putzen müssen. Hab beide Tore verpasst. Ja, kann man auf jeden Fall nichts machen. Ich mache das Beste noch aus dem Video. Ja, nette Leute kennengelernt hier im Blog. Habe mich mit einer netten Dame unterhalten, wirklich. Ja, was hier für Tradition im Verein steckt, ist geisteskrank. Was für Geschichten ich erzählt bekommen habe, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Erste Halbzeit, denke ich mal, geht eigentlich an Darmstadt soweit. Ulm hatte eine gute Phase gehabt, muss man sagen, kam aus der dritten Liga. Ja, hier in der zweiten Liga hat sich sehr, sehr gut präsentiert bisher. Gut verteidigt, aber ja, Darmstadt fahrlässig, viele Fehlpässe, aber bisher wirklich finde ich schon ein bisschen besser. Ich versuche auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit jetzt besser zu filmen. Ja, ich werde auf jeden Fall die Kamera nicht oft auf mich rüberschwenken können, weil ich einfach aus Respekt die Leute nicht filmen möchte. Und ja, heute mal so. Ist halt so, was soll man machen. Auf geht's in die zweite Halbzeit mit dem 1:1 hier. Die alten Bielefeld-Spieler werden hier geehrt.
beste Chance hier in der zweiten Halbzeit gehört wieder Darmstadt. Rückwärtig kriegt wieder Gelb. Die mit Horn, die bereits in der ersten Halbzeit. Keine Ahnung warum, aber. Rukutic schmeißt sich rein. Steht heute wie eine Mauer wieder, aber er setzt sich wieder durch. Rukutic zur Stelle. Nun geht die ganze Zeit nur auf Konter. Hey, Rukutic wieder zur Stelle. Kein Foul. Ball ist dann auch irgendwie, kriegen sie nicht weg. Der Torwart hat sich über seinen Spieler nach vorne gepusht, dass er aufstehen soll. Darmstadt war in der Aktion hier. Gute Freistoßmöglichkeit. Handreklamation. Wird der VAR sich wahrscheinlich schon angucken. Jetzt noch schnell rauskommen. Wird halt die ganze Zeit abgedreht, das Spiel wird langsam gemacht. Ja, ein Scheißball nach vorne. Das muss besser laufen. Ulm war gar nicht in der zweiten Halbzeit präsent, aber jetzt ja, wird Darmstadt wieder fahrlässig. Hier in der 72. Minute. Darmstadt versucht und versucht, aber die kommen nicht durch. Ulm steht sehr, sehr tief. Spiel. Push nochmal hier die Fans, auf geht's. Ulm kommt hier in der zweiten Halbzeit fast gar nicht aus der eigenen Hälfte raus. Darmstadt jetzt seit 10 Minuten am Dauerpressen. Hätte sich jetzt mal den Siegtreffer verdient. Oh Mann. Dummer Fehler hier gerade. Und kommt nur über Konter vors Tor. Hat schon wieder Ball gesetzt. Oh, Tempo. Darmstadt heute nicht so kreativ. Ja, das pfeift der Schiri natürlich. Und hier müssen Slow Motion gefahren einfach. Ja, schade. Ja, zumindest noch mal eine Ecke. Auf geht's, komm. Kämpfen. Ah, das war ein Foul. Kein Foul. Spiel geht weiter. Ja, Darmstadt nimmt hier gerade das Tempo ein bisschen raus. 3 Minuten Nachspielzeit. Geht dann auch was, Darmstadt. Um eine hohe Flanke, aber eins nicht. Das wird es gewesen sein. Ulm legt schon mal den Ball zurecht für den Freistoß. Wird schon 40 Sekunden von der Zeit genommen. Wird schon nach der Nachspielzeit. Wird die letzte Chance im Spiel sein. Ball kommt. Wird geklärt und der Schiri beendet das Spiel. Chemies in Darmstadt. So Leute, ich nehme jetzt das Outro hier aus dem Auto aus. Auf jeden Fall. Ja, ich konnte die beiden Tore nicht aufnehmen. Ist mir bisher noch nie in einem Vlog passiert, dass ich kein Tor aufgenommen habe. Ich musste bei beiden Malen einfach meine Nase putzen. Ja, wie gesagt, ich werde krank. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ja, die Leistung von Darmstadt war eigentlich ja, bis dann ganz gut. Die Fans haben gut gepusht, aber irgendwie hat es doch noch gefehlt am Ende. So dieses kleine bisschen einfach vorm Tor. Ja, einfach mal ein paar mehr Abschlüsse suchen, weniger Fehlpässe machen, dann klappt das auch. Ja.
Remis hier auf jeden Fall. Ulm freut sich natürlich als Drittligist, der jetzt aufgestiegen ist. Ist ein Punkt richtig gut. Ja, Darmstadt immer noch weiter unten in der Liga. Trotz dessen, Freunde, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Wir sehen uns auf jeden Fall später bei Waldhof Mannheim gegen Wiesbaden. Kommt heute Abend direkt nochmal online. Also zwei Videos heute für euch. Und gerne checkt auch die Videos von gestern und vorgestern ab. Wir waren in Düsseldorf. Und ja, meins auch. Wie gesagt, haut rein, Abo da lassen, nicht vergessen, kommentieren und liken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.